Das Dinner for Two von Boris Johnson und Ursula von der Leyen in Brüssel gestern Abend, das lieferte noch nicht den Durchbruch. Die Gefahr des harten Brexits ist nicht vom Tisch. Eine letzte Frist gilt jetzt bis Sonntag, um endgültig zu entscheiden, wie die EU und Großbritannien in Zukunft Handel treiben können. Denn wenn die Silvesterkorken knallen, dann gehört Großbritannien nicht mehr zum EU-Binnenmarkt und auch nicht mehr zur Zollunion. Kurz vor dem harten Brexit, Deal um jeden Preis, unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf hier meine Gäste vorstellen. Aus London ist uns zugeschaltet Tessa Czyszkowitz. Sie ist Korrespondentin des österreichischen Wochenmagazins Profil und Autorin des Buches Echte Engländer, Britannien und der Brexit. Schönen guten Abend nach London. Ich grüße Sie. Jetzt habe ich Sie nicht gehört. Doch, jetzt höre ich Sie. Gut. Und die Seite der Europäischen Union, die vertritt Bernd Lange, der uns auch zugeschaltet ist, von der SPD. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments und der Brexit-EU-UK-Koordinierungsgruppe und er ist Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel. Schönen guten Abend, Herr Lange. Guten Abend. Und hier im Studio ist bei uns Wendeline von Bredow. Sie ist Korrespondentin für The Economist hier in Berlin. Und ich begrüße Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Denn nach Irland schauen wir auch mal. Hat ja auch eine Menge mit Brexit zu tun. Schauen wir aber erstmal nach London. Frau Czyszkowitz, wie ist denn die Atmosphäre, die Stimmung in Großbritannien? Ist der Brexit eigentlich noch, spielt es noch eine Rolle? Schaut man genau hin, jetzt wo Boris Johnson nach Brüssel gefahren ist, dass er da alles richtig macht? Die Stimmung in London und in Großbritannien insgesamt ist schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Das liegt aber nicht am Brexit, sondern natürlich so wie auch in der EU an der Corona-Pandemie. Der Brexit selber ist ungefähr auf Platz 10 von der Interessenslage. Jetzt in diesen Tagen der letzten Verhandlungen steht es wieder weiter oben, auch in den offiziellen, in den BBC-Berichten kommt er jetzt wieder vor. Die Leute haben aber insgesamt natürlich sowohl die Lust am Brexit als auch an der Berichterstattung verloren. Das heißt, es ist auch besonders schwierig für die Regierung, jetzt einen mäßigen Deal zu verkaufen, weil die Leute eigentlich lieber Weihnachten feiern wollen, was aber deswegen schwierig ist, weil unsere Anstrengungen jetzt gerade wieder sehr hoch sind. Also Corona verdrängt Brexit und Brexit ist sowieso nach 4 Jahren auch so eine unlustige Geschichte geworden für die Briten, auch für die, die für Brexit gestimmt haben, dass sie es, glaube ich, am liebsten vergessen würden. Es ist ja wirklich eine lange Zeit. Auch wir haben wirklich viele Diskussionen und Sendungen darüber gemacht. Herr Lange, wenn man jetzt sieht, man also seit Juni 2016, seit diesem Referendum, Brexit in allen Variationen, jetzt irgendwie das letzte Aufbäumen, die Frage, klappt das noch bis Sonntag? Wie haben Sie das, wie erleben Sie das? Sie gehören ja zur Brexit-Koordinierungsgruppe auch. Ja, wissen Sie, ich komme aus Norddeutschland und da hat man genügendes Maß an Geduld. Aber der Bogen ist schon sehr, sehr gespannt. Und Sie haben recht, auch die Frage der Deadlines sind immer neu gesetzt worden. Man hat schon den Eindruck, man ist in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Und das ist eindeutig zusammenhängend mit der Verhandlungstaktik der britischen Regierung. Und insofern bin ich eigentlich jetzt wirklich am Ende meiner Geduld und möchte eigentlich, dass wir jetzt einen Punkt machen. Das ist ja auch fair zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu den Studenten, ob sie im Erasmus-Programm weitermachen können oder nicht. Auch die Unternehmen, die müssen noch mal Klarheit haben, was am 1.1. passiert. Also von daher müssen wir jetzt endlich einen Punkt setzen und sagen, es geht oder es geht nicht. Also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Hauptsache, es wird jetzt irgendwas entschieden? Ganz genau. Und so wie ich die Sachlage sehe, gibt es ja einige unüberwindbare Gegensätze. Herr Johnson hat sich da in eine Situation hineinmanövriert mit dem deutlichen Ansage, sie wollen die Souveränität haben, sie wollen nicht Zwilling der Europäischen Union sein, sie wollen sich nicht Sklave machen und was alles in diesen Verhandlungen gesagt worden ist, da kommt er schwer wieder runter. Und insofern sind die Bedingungen für einen fairen Handelsvertrag sehr schlecht im Moment und ich
sehe nicht, wie wir in den nächsten 2 Tagen da noch vorankommen sollten. Mhm. Dann schauen wir da noch mal darauf, Frau Bredow, was eigentlich genau strittig ist. Über was streiten sich denn jetzt eigentlich noch die EU und Großbritannien? Also es sind 3 Punkte. Es ist einerseits die Fischerei. Das ist natürlich für Großbritannien als eine Insel sehr wichtig und hat auch große Symbolbedeutung. Das ist Nummer 2, der faire Wettbewerb, Level Playing Field. Da geht es besonders ums Arbeitsrecht, Umweltrecht und solche Gebiete. Und das dritte ist, wer entscheidet in einem Streitfall? Und von diesen 3 Punkten hat die Fischerei am meisten Symbolkraft, ist aber wirtschaftlich nicht so wichtig. Aber das schwierigste Punkt ist das eben Level Playing Field, der faire Wettbewerb, weil da die eben die gleichen Bedingungen, weil da eben die Meinungen wirklich sehr auseinandergehen. Und die Briten wollen eigentlich so eine kanadische Lösung, aber sie sind eben nicht Kanada. Und sie kriegen aber jetzt, sieht es so mehr so aus, als würden sie eine australische Lösung bekommen. Also würde, würde was heißen, der Unterschied? Dass sie nach Welthandels, also WTO-Regeln. Genau, dass sie nach der Welthandelsorganisation praktisch Zölle zahlen müssen, nach den Regeln. Ne? Und das Argument von der Kommission ist eben, ja, ihr könnt natürlich gerne sein wollen wie Kanada, aber ihr seid nicht wie Kanada, weil die Integration zwischen Großbritannien und der EU ist sehr viel enger und die Handelsflüsse sind sehr viel stärker. Und da kann man das, und da ist eben die Gefahr, dass die Briten dann die EU unterlaufen würden mit eben schwächeren Sozialgesetz, also Arbeitsrechtsgesetzgebung, schwerer Umwelt, sehr viel größer. Und deshalb sagt Brüssel, nein, das machen wir nicht. Okay, und die Fischerei ist symbolisch wichtig. Es gab gestern zu dem Abendessen auch, glaube ich, Jakobsmuschel und Steinbutt. Also das hatte man dann gewählt in Brüssel. Jetzt sagte Herr Lange gerade, Herr Scali, Herr Lange sagte, haben so lange darüber geredet, man ist wirklich auch müde davon. Wie geht es den Iren, wenn man aus der Perspektive schaut? Kann man da Brexit noch hören? Ist es noch ein Thema, wo man sagt, ja, das ist uns nach wie vor total wichtig, oder ist mit der Einigung, die es jetzt gibt, da einfach zufrieden? Ja, gemischte Gefühle. Also angesichts des Hanukkahs würde ich sagen, das ist wirklich chutzpah. Sie haben wirklich fast 5 Jahre lang einen Kontinent aufgehalten. Also wir haben wirklich Besseres zu tun. Es tut mir leid, als Großbritannien und ihren psychologischen Problemen da zu helfen. Und darum geht's. Also Nordirland-Krise wird immer so als religiöser Krieg. Es war nie, es war eine Identitätsfrage. Und Brexit ist für mich, die Historiker, ich befürchte, würden das sagen, es war nie eine Handelsfrage oder Kabeljaufrage. Es war eine Frage von Identität. Die Briten sind in sich sehr unzufrieden, sehr unsicher. Wer sind wir auf der Welt? Wir sind nicht Europäer, wir sind doch nicht Amerikaner. Was sind wir? Und die Versprechen, also so jetzt sind die frei Radikale, würde man sagen, in der Wissenschaftssprache. Also aus irischer Sicht, also wir sagen, also guck mal, Martin Luther hat die Reformation innerhalb von 4 Jahren, 5 Jahren geschafft. Also hat die Welt aufgebrochen. Wenn Sie sagen, es ist so wichtig, es ist so ein Symbol, es geht um Identität, warum hängt man denn jetzt an solchen 3 verhältnismäßig ja kleineren Punkten so fest dann? Identität. Also wie Wedelin sagt, also Fischerei ist wirklich symbolisch. Also sie hatten mal ein Imperium, sie hatten mal eine Flotte, sie sind jetzt ein Zwerg. Also vielleicht und also Österreich hat das schon längst hinter sich erlebt. Also man hat Probleme, irgendwann zu sagen, das Imperium ist nicht mehr da. Und diese postimperialistische Stresssyndrome, also ich habe das öfter hier erwähnt, darum geht es für mich. Und wir versuchen hier mit politischer Lösung ein psychologisches Problem zu lösen. Und das geht nicht. Also okay. Sie müssen sich zurückziehen in einen dunklen Raum und nicht unser ganzer Kontinent nochmal 5 Jahre aufhalten. Mhm. Frau Tschiskowitz, können Sie das nachvollziehen? Also aus sowohl österreichischer Sicht, also die auch ja mal eine Weltmacht waren und der britischen Sicht, was Herr Scully gesagt hat, dass es darum geht, um diese Identität? Als Österreicherin kann ich ja nur sagen, dass wir einfach als Nation jetzt zu klein sind, um überhaupt gehört zu werden mit unserem Anspruch auf frühere Größe. Bei den Briten ist das schon ein bisschen anders. Die Briten sind jetzt kein Zwerg. Die waren auch innerhalb der EU gewohnt, dass erstens die britischen Soldaten die europäischen Weltkriege gelöst haben und gerettet haben, uns gerettet haben auf dem Kontinent vor unseren eigenen Katastrophen. Und daran müssen sie sich jetzt erst gewöhnen, dass sie als Drittstaat und als Mittelmacht innerhalb der großen Machtblöcke weit weniger Rolle spielen werden, als sie es innerhalb der EU als Fürsprecher auch der EU nach außen konnten. Und da hat der Herr Scully vollkommen recht. Das ist eine tiefe, tiefe Identitätskrise. Und was wir gesehen haben 2016 beim Brexit-Referendum,
Da haben damals viele Leute für Brexit gestimmt, die für etwas anderes gestimmt haben als das, was jetzt rausgekommen ist. Die wollten die politischen Institutionen verlassen und haben jetzt, verlassen sie alles. Also es gibt unter Umständen eben nicht einmal einen schlanken Deal über die Handel, den Handel mit Gütern, was natürlich besonders wichtig ist für ein Land, das 43% seiner Exporte in die EU hat. Und das war absolut nicht im Sinne vieler Leute, die in Mittelengland, im Norden England für den Brexit gestimmt haben. Die haben gedacht, man muss sich nicht mehr maßregeln lassen von Brüssel, haben aber nicht gedacht, dass sie damit vollkommen rausfallen aus allen absolut gut funktionierenden wirtschaftlichen Verbindungen. Und das ist das Problem, dass dieser ganze Brextremismus, den wir erlebt haben in den letzten 4 Jahren, dieses System zum Kippen gebracht hat, sowohl das politische System in der konservativen Partei, die vollkommen sich in Brexit-Loyalisten verwandelt hat, die teilweise auch sehr inkompetent sind, sowohl beim Verhandeln als auch beim Führen normaler Ämter wie das Gesundheitsministerium. Also das ist eine tiefe Identitätskrise, die sich jetzt erst so richtig Bahn bricht und wir das in den nächsten 2-3 Jahren sehen werden, wie Großbritannien damit umgeht. Also ja, aber dann ist ja die Frage, wie soll die EU darauf reagieren, Herr Lange, wenn man jetzt auch mal auf die Persönlichkeiten schaut, also Boris Johnson, der hoch pokert, der zockt eigentlich, und Frau von der Leyen, kühl, sachlich, die ihm gestern bei dem Fototermin so ein bisschen so wie so eine Lehrerin sagte, stell dich mal dahin, das war ja irgendwie eine nette Szene. Also welche Rolle spielt das und wie muss die EU auf diese Identitätskrise denn eigentlich, wie soll die EU damit umgehen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Identitätskrise ist. Es kam ja eben schon deutlich hervor, dass wir hier mit einer Partei zu tun haben, die in sich völlig gespalten ist. Und der Teil, den Herr Johnson repräsentiert, ist eine sehr stark populistische Angelegenheit, die eben dieses Momentum der Souveränität besonders stark hervorgehoben hat. Das ist nicht mehr die klassische konservative Partei. Und es gibt auch noch ein paar andere Parteien in Großbritannien. Ich glaube, das ist eine besondere Form des Populismus, den wir ja auch in anderen Ländern erlebt haben. Glücklicherweise hat sich das in den Vereinigten Staaten gerade erledigt. Und da müssen wir mit umgehen. Und die Rationalität ist in der Tat so, dass wenn wir einen Vertrag schließen, natürlich auch ein Staat Souveränitätsrechte abgeben muss, weil wir eben partnerschaftlich miteinander umgehen. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen. Im Bereich der Fischerei ist das natürlich nicht losgelöst, genauso wie wir eröffnen den Markt für zum Beispiel Gütertransporte, wo wir ja auch europäischen Anbietern sagen, hier, ihr müsst ein bisschen verzichten, weil britische Lastwagen auch Güter transportieren, heißt das im Gegensatz, dass natürlich auch wir erwarten, dass britische Häfen und britische Fische auch freistehen für europäische Fischtrawler. Oder die Frage des Level Playing Fields, der gleichen Standards im Arbeitnehmerrecht und Umweltstandards, heißt natürlich auch, dass das durchsetzbar sein muss, dass es nicht nur eine allgemeine Verpflichtung sein kann, sondern wir auch sicher gehen müssen, dass, wenn es Verstöße dagegen gibt, auch wir durch Zölle oder durch andere Maßnahmen sicherstellen müssen, dass unsere Interessen, unsere Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechend geschützt werden und auch unsere Unternehmen gegen unlauteren Wettbewerb. Das ist ganz normal, das haben wir in anderen Handelsabkommen auch getan. Das ist die Rationalität von Verhandlungen. Die scheint aber doch hier schwierig zu sein. Herr Johnson nicht haben wollen. Ja, das ist schwierig, weil Herr Johnson eben in eine bestimmte Ecke sich hinein manövriert hat, aus der er schlecht hinauskommt. In die Verhandlungen hat er so deutlich gesagt, dass das Wahlprogramm und seine Wahl ihm mitunter wichtiger ist als die ökonomische Realität, als auch das Austrittsabkommen und das Protokoll dazu. Also da ist er abgewichen von dem, was als Linie gemeinsam in der politischen Erklärung vereinbart worden ist. Ja, er hat im Fernsehen heute gesagt, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit. Also er glaubt anscheinend auch nicht mehr daran. Oder er pokert damit halt eben, Frau von Brede. Dann machen wir es nochmal konkreter. Was bedeutet das, wenn es einen harten Brexit gäbe, wenn es keine Einigung gibt am Sonntag?
Was heißt das für die Verbraucher in der EU und für Großbritannien? Also ganz genau weiß das niemand, also wie sich das jetzt genau in der Praxis auswirken wird. Aber das bedeutet, dass dann vom 1. Januar an Zölle, also die sind ja dann aus der Zollunion raus, aus dem Binnenmarkt raus. Das wird wahrscheinlich sehr lange Schlangen geben an der Grenze, trotz allen Bemühungen. Man hat da zwar einen Plan entwickelt, damit man das ein bisschen vermieden wird. Mhm. Aber im Grunde ist das also ein sehr erschreckendes Szenario. Und man hat wirklich gehofft, dass es eben dazu nicht kommen wird, aber es sieht nicht gut aus. Und es ist so, wie der Herr Kollege gesagt hat, Boris Johnson hat sich ein bisschen ins Aus selber manövriert. Denn er denkt an seine Wähler und er denkt, er kann die nicht verraten. Er muss diese harte Linie fahren. Dabei wird gar nicht bedacht, dass die, auch selbst wenn es ein Handelsabkommen, ein schlankes oder auch ein nicht schlankes gibt, ist es ja trotzdem ein harter Brexit. Mhm. Es wird ja trotzdem dazu führen, dass der Großbritannien aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion eventuell rausgeht. Aber es ersetzt ja damit den Wählerwillen um. Er setzt den Willen der Mehrheit um. Das muss er ja auch tun. Genau, also das tut er aber auch mit Handelsabkommen. Deshalb ist es so tragisch, dass sie da nicht zusammenkommen, wie es eben wirklich sieht, glaube ich, wirklich so aus, als ob es eben nicht klappen wird. Und wird er dafür gelobt von denjenigen, die sagen, der Brexit ist das Beste, was uns passieren kann? Ja, von seiner Wählerschaft und seinen Anhängern im Parlament, ja, und die haben ja die Mehrheit, das darf man nicht vergessen, und zwar eine starke Mehrheit. Mhm. Aber es gibt natürlich einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die verzweifelt ist, das muss man auch sehen, aber wirklich verzweifelt. Also es ist ganz, ganz vom Bauch raus gesteuert. Ja, aber wir schauen natürlich immer eher aus der europäischen Sicht, dass wir es eigentlich schade finden, natürlich, dass Großbritannien uns verlässt. Aber gibt es dazu wenig Verständnis eigentlich für den Wunsch? Sehr schwierig zu sagen. Also ich glaube, die britische Position, so wie sie vom Premierminister vertreten wird und so wieder, das ist schon wirklich sehr schwierig für die Europäer genau nachzuvollziehen und auch so viel Verständnis zu haben, weil es eben überhaupt nicht mehr rational ist. Das ist wirklich populistisch und auch ziemlich extrem eigentlich. Aber für einen großen Teil der Bevölkerung, die darunter leiden, ja, dafür natürlich muss man sehr viel Verständnis haben und es ist jammerschade. Mhm. Sagt Irland auch eigentlich immer noch, es ist jammerschade? Oder ist man froh, wenn es vorbei ist? Es ist ja mal schade, weil genau wie wir gehört haben, also die Briten haben was zum Tisch gebracht. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie haben so ihre imperialistische Handelsweltverständnis zum Tisch gebracht und nicht immer diese Ruf nach dem Staat. Also das haben wir seit Jahren gesagt, dass wir in Europa fehlen. So ein Ungleichgewicht, dass Deutschland mehr oder Nordeuropa mehr, nicht immer, wenn Südeuropa sagt, können wir nicht da ein bisschen Steuergeld reinkippen und dann wird alles wieder gut. Also die Briten waren immer sehr einen starken Gegenpol. Das wird fehlen, aber die Iren sind inzwischen auch so ermüdet und so ermattet. Also jetzt habt ihr langsam das Gefühl, das ist das, was wir eigentlich über die Jahrhunderte, womit wir zu tun hatten. Also so eine Mischung aus, ja, ich kann es nicht anders sagen, so eine zeitverschwenderische Überheblichkeit. Also diese Idee, dass sie alles besser wissen und dass alles gut wird, nur weil sie das so behaupten. Und das ist so eine göttliche Vertrautheit und es ist eigentlich Verblendung. Und es ist aber letzten Endes muss man mit denen verhandeln. Das sind die Verhandlungspartner. Aber ich habe mit Leuten diese Woche mit der Bundesregierung und sie haben gesagt, ja, es ist eigentlich ein kulturelles Problem. Es ist kein... Es ist gut, aber am 1. Januar ist es nicht unbedingt ein kulturelles Problem, sondern dann ist es knallhart einfach wirtschaftliches und ein Zollproblem. Man wird niemals ein Deal, egal ob man nochmal 4,5 Jahre verwendet, weil es ist eine kulturelle, man versucht mit politischen Werkzeugen ein kulturelles Problem zu lösen. Und das wäre auch nochmal eine Frage an Sie, Herr Lange, wenn es jetzt am Sonntag, oder gäbe es auch eine Möglichkeit, doch nochmal länger zu verhandeln, Sie wirklich, erst gar nicht. Lieber ein Ende, kein Schrecken, nur ein Ende. Ja, aber gäbe es eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal einen Monat länger? Ich glaube nicht, zum einen muss das Europäische Parlament ja auch noch darüber abstimmen, über diesen Vertrag. Und das ist ja auch nicht so, dass wir um jeden Preis ein Abkommen dann entsprechend akzeptieren werden. Also wenn da ein fauler Kompromiss enthalten wird, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir da kritische Töne auf die Tagesordnung setzen und vielleicht gar nicht zustimmen. Nein, ich glaube nicht, dass es einen Sinn macht, lange über eine Verlängerung zu diskutieren. Die Situation ist die, dass die britische Seite bestimmte Dinge nicht verhandeln will. Und das muss man einfach dann akzeptieren. Und wenn die Situation zum 1.1. so ist, dass wir einen No-Deal haben und
Johnson redet ja immer vom australischen Modell, das ist wirklich Humbug. Mit Australien gibt es keinen Handelsvertrag, das heißt wirklich No Deal, ein ganz normaler Drittstaat. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wir irgendwann mal wieder über einen Handelsvertrag verhandeln, wie wir es mit Kanada oder mit Japan auch gemacht haben. Wir werden aber auch sicherlich ein paar Gesetzgebungen noch sehr schnell verabschieden, um den Bruch nicht so stark werden zu lassen, als wenn es ein völlig ungeregeltes Verhältnis gibt. Mhm. Nebenbei, auch mit einem Handelsvertrag wird es Zollkontrollen geben, wird es deutliche Veränderungen geben zu der jetzigen Situation. Und das, glaube ich, ist in Großbritannien nicht überall bekannt. Und die Illusionen, wir haben einen Brexit, gehen aus den europäischen Institutionen heraus, haben aber alles andere wie bisher, die ist nach wie vor da. Aber das ist nicht der Fall. Ja, wenn es einen freien Zugang zum Markt gibt, heißt es eben auch Akzeptieren der Standards. Ja, Francisco, was ist das? Deckt sich das mit Ihren Eindrücken? Also wie bereitet man sich vor auf den Januar 2021? Weiß man, was dann passiert? Wird darüber gesprochen? Wie ist es so, ja, zum Beispiel bei Studenten, bei all den, also merkt man da viel von? Die Katastrophe ist, dass man eben 3 Wochen vor dem Bruch weiß, ob man ein Handelsabkommen hat oder nicht. Und diese Problematik zieht sich jetzt seit 4,5 Jahren durch. Die Geschäftswelt weiß nicht, worauf sie sich verlassen soll. Die Studenten wissen es auch nicht. Jetzt kann man sagen, die Briten haben das alles von ausgelöst und sollen es auch ausbaden. Und ich verstehe auch, dass die Leute der Sache müde sind. Auf der anderen Seite, für die EU ist es nicht gut, wenn man ein extremistisch losgelöstes, populistisches Inselchen hat, das immer weiter wegschwimmt vom Kontinent und dort unter Umständen ein Steuerparadies einrichtet und die EU-Standards unterwandert und damit zu einem relativ gefährlichen Wettbewerber wird bei verschiedenen Produkten und Industriezweigen und überhaupt Finanzleistungen und so weiter und so fort. Insofern würde ich schon dafür werben, dass man in der EU und auch in Großbritannien nochmal versucht, ein bisschen mit Pragmatismus die letzten Probleme für dieses schlanke Handelsabkommen auszuräumen. Weil im Grunde genommen hängt es ein bisschen noch an den Fischen, die, wie wir schon gehört haben, eher von großer Symbolkraft sind und von geringer Bedeutung für die britische Wirtschaft, nämlich genau 0,13%. Also es ist wirklich im Grunde genommen lächerlich, aber durch diese überhöhte populistische Brexit-Politik eben so eine große Bedeutung gewonnen hat. Die anderen Sachen mit dem Level Playing Field sind wirklich sehr schwer zu klären, haben aber auch jetzt in den letzten Wochen wurde so viel Fortschritt gemacht, dass man im Grunde genommen ein bisschen an den Schrauben drehen könnte und das meiner Meinung nach schon noch schaffen könnte. Heute in Downing Street bei den verschiedenen inoffiziellen Signalen, die wir bekommen haben, wo auch die britischen Kollegen selber, die selber sehr nahe auch an den verschiedenen Beratern Boris Johnson sind, die sind sich alle nicht ganz sicher, ob er jetzt wirklich auf den No Deal setzt oder ob er doch noch auf die andere Seite fallen könnte. Letztlich liegt es in der Hand von Boris Johnson und der hat immer wieder gezeigt, dass er auch bereit ist, irgendwelche Prinzipien, die er vielleicht hat oder auch nicht, aber sie jedenfalls zu opfern, falls es für ihn Sehr schwierig ihn einzuschätzen, Frau Bredow. Wer würde denn eigentlich letztendlich mehr verlieren bei einem harten Brexit? Weil das Handelsvolumen, das die EU mit Großbritannien hat, ist natürlich kleiner als umgekehrt. Also 52%, glaube ich, des Handels von der United Kingdom sind Handel mit der EU und von der EU sind es nur 13% mit Großbritannien. Also das klingt ja eigentlich, kann ja eigentlich doch nur Großbritannien verlieren, oder? Ist das falsch? Ja, also nein, das ist richtig. Aber also Großbritannien hat im Moment ein Defizit im Handel mit der EU und deshalb sagen eben die Brexit Befürworter, naja, das wird dann eben viel besser, wenn wir dann raus aus der EU sind, dann haben wir dann eben nicht mehr dieses Defizit oder dann können wir das irgendwie anders machen, nicht? Also das wird dann irgendwie schön geredet, die Tatsache. Aber natürlich hat im Vergleich zu einzig, und es trifft natürlich einige europäische Länder mehr als andere, das kommt immer darauf an, wie eng die Handelsbeziehungen sind. Eben. Aber um Ihre Frage klar zu beantworten, natürlich hat Großbritannien mehr zu verlieren. Ja. Aber trotzdem klingt es ja jetzt so, als würde Großbritannien eben dann doch lieber den harten Brexit haben.
Also oder? Ein harter Brexit ist ja sowieso, ja, aber ist halt ohne, genau, ohne, okay, Handelsabkommen. Also ich, eine Sache, die ich mir schon vorstellen kann, ist eigentlich mir jetzt gerade der Gedanke gekommen, der ist ja so ein Showman, der Boris Johnson, nicht? Und das kann natürlich sein, dass er die Taktik verfolgt, dass er jetzt eben manage expectation und eben sagt, naja, es wird, glaube ich, doch nichts und so weiter, um dann, also wie der weiße Ritter, dann in letzter Minute dann angeritten zu kommen und eben doch noch einen Deal präsentieren kann und so mit einer Churchillian-Geste sagen kann, ich habe es eben doch noch geschafft. Also das ist nicht auszuschließen, ne, dass er so spielt. Okay. Und das würde man ihm auch abnehmen, obwohl man ihn ja kennt, dass er das... Ja, er hat erstaunlichen Erfolg mit dieser... Herr Skalli, Sie wollten dazu was sagen? Ja, meine Kollegen in Brüssel sagen auch, also die EU ist bereit, ihm alles zu geben, um ihm selber vom Schaden zu, also die Schaden begrenzen. Also die denken ein bisschen, wie so der betrunkene Freund. Also wie man muss ihn nach Hause begleiten, sodass er nicht irgendwie in der Gosse aufwacht mit einer gebrochenen Nase. Also man ist bereit, ihn wirklich so, dass er alles ankündigen kann. Er ist der große Held. Ja, wenn es ihm wichtig ist, lass ihm das ankündigen. Hauptsache, wir haben einen Deal der Schaden von Dritten. Und die Iren sind die Dritten hier im Boot. Also die Iren sind nicht so... das Gefühl, dass sie so wichtig sind, dass sie einen Kontinent 4,5 Jahren aufhalten dürfen. Aber leider, unsere Probleme sind wirklich existenziell. Also als wir EU-Mitglieder wurden, 73, also 55% unserer Waren gingen nach Großbritannien. So groß war diese Abhängigkeit, Handelsabhängigkeit. Und das ist unsere große Befreiung, also die EU, dass jetzt 10% geht an Großbritannien, 55% geht an europäische Mainland, aber über diese Landbrücke, wie man das nennt. Also, und das, diese Vorstellung, dass unsere Butter oder Medikamentenprodukte oder sonst noch was in LKWs irgendwo in Dover einfach hängen bleiben und die Leute kommen mit ihren Verträgen nicht mit ihren Fischprodukten nach Galerie Lafayette oder sonst noch wo, es ist harmsträubend und wir sitzen da und wir haben wirklich wenig Einfluss. Aber Sie können ja jetzt nichts mehr machen. Nee, aber das Schöne ist, wir haben die EU hinter uns die ganze Zeit. Die Briten waren immer überzeugt, wir können die Leute spalten und die Iren werden irgendwann doch nicht gehört. Aber zum ersten Mal haben wir eigentlich wir sind die Überlegende in Verhandlungen mit Großbritannien, weil wir Berlin und Paris und anderen Hauptstädte hinter uns haben. Aber wenn man ja mit Rationalität nichts zu tun hat, dann ist das auch nicht so von Bedeutung. Also das klingt jetzt so ein bisschen so, als könnte Boris Johnson letztendlich machen, was er will. Und die EU ist froh, Hauptsache man hat irgendwie noch eine Möglichkeit zusammenzukommen. Ist das ein richtiger Eindruck? Naja, der macht ja schon eine ganze Zeit Theaterdonner. Ne? Der hat etliche Deadlines gesetzt, dann hat er mal 3 Tage die Verhandlungen unterbrochen. Also da ist viel Theaterdonner dabei, das nehmen wir nicht ernst. Und Sie haben ja recht, der ist auch flexibel, der dreht sich schon mal um 180 Grad und behauptet genau das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat. Aber das Grundproblem, dieses Überhöhen der Souveränität ist ja noch da und da beißt sich das eben auch mit der wirtschaftlichen Realität. Alle, mit denen wir reden in Großbritannien, sagen, es ist vernünftig, dass wir einen Vertrag machen. Und natürlich wird Großbritannien mehr darunter leiden unter einem harten Brexit als die Europäische Union. Es ist eine absolute Illusion, heutzutage im Meer der Globalisierung versuchen, alleine die Segel zu setzen. Ich bin der festen Überzeugung, bei dieser globalen Welt, bei den großen Konzernen, die wir haben, ist dieser Ansatz, den Großbritannien, die Regierung zurzeit fährt, der größte Souveränitätsverlust in der Geschichte Großbritanniens. Das ist eine rationale Einschätzung, bloß die ist bei Boris Johnson zurzeit noch nicht angekommen. Ja, und aber anscheinend ja auch nicht bei der Mehrheit der Briten, Frau Tschiskowitz. Also letztendlich noch steht die Mehrheit steht ja hinter ihm. Also das ist ja auch dann nicht richtig, dass die EU sozusagen da ja, sich vielleicht über einen Willen fast hinwegsetzen will. Ja, nach den Umfragen ist Boris Johnsons Popularität. Wir haben ja ganz unterschiedliche Frau Tschiskowitz, Moment. Warten Sie kurz, ich hätte Frau Tschiskowitz gefragt, dann können Sie aber gleich gerne noch was dazu sagen. Frau Tschiskowitz. Nein, die Popularität von Boris. Wir haben ein zugeschaltetes Problem. Ja, Frau Tschiskowitz und dann Herr Lange. Lass nur fertig sagen, Herr Lange, kurz. Die Popularität von Boris Johnson ist sehr gesunken seit seinem großen, überwältigenden Wahlsieg genau vor einem Jahr. Und zwar auch deswegen, weil der Owen-Ready-Deal, den er versprochen hat, eben nicht gekommen ist. Im Gegenteil, man merkt halt jetzt, wie kompliziert es ist, diese Details auszuarbeiten.
Es ist schon so, dass bei vielen Briten immer noch das Gefühl vorherrscht, der Brexit ist schon ganz in Ordnung und da wird schon nichts passieren. Aber es stehen heute auch in den Tageszeitungen, die an sich die konservative Partei unterstützen, wie die Times, ganz große Artikel über No Deal, was bedeutet das eigentlich? Und wenn die Leute jetzt lesen, dass ihre Milchprodukte unter Umständen mit 35% Zöllen belegt werden, die Fleischprodukte teilweise mit 40%, die britischen Autos, wenn es eben kein Handelsabkommen gibt, mit 10%. Das heißt, es rückt jetzt zum ersten Mal richtig nahe an die Leute heran und leider zu spät, was die tatsächlichen Konsequenzen des Brexit sein werden. Und da machen wir uns jetzt alle ein bisschen Sorgen. Wir tun auch, muss ich sagen, die Leute leid. Man kann jetzt sagen, die Briten haben das alles sich selber eingebrockt. Aber es ist halt so, dass populistische Bewegungen ganze Länder auf Jahrzehnte zurückwerfen. Und das steht Ihnen jetzt bevor. Herr Lange, jetzt Sie noch mal dazu. Nee, das wollte ich nicht auch formulieren. Die Realität in Großbritannien hat sich deutlich geändert. Die Konsequenzen sind bewusst geworden und auch die Diskussionen in der konservativen Partei und auch die Veränderungen in Downing Street Cent vor einiger Zeit. Alles das deutet darauf hin, dass diese breite Zustimmung zu dem Kurs von Boris Johnson wirklich nicht mehr da ist. Aber das ist jetzt vergebene Lebensmühe. Er ist nach wie vor der Premierminister und wir müssen mit ihm versuchen, ein Verhandlungsergebnis zu erzielen. Und man fragt sich natürlich, was passiert jetzt zum einen am Sonntag, dann natürlich Anfang Januar. Und wenn es jetzt keine Abkommen gibt, Frau Vorbereiter, muss man ja trotzdem überlegen, wie hart wird es dann am 1. Januar? Jetzt hat die EU Notmaßnahmen beschlossen, also zum Beispiel, dass Flug- und Straßenverkehr erstmal so aufrechterhalten werden soll. Ist das gut? Ist das sinnvoll? Wie lange kann man sowas aufrechterhalten? Das ist sicher gut und sinnvoll, denn sonst wären die Szenarien, glaube ich, wirklich katastrophal. Das muss man schon sagen. Aber natürlich versucht die EU auch nicht zu so nachzugeben mit solchen Contingency Plans, weil sonst die Briten sagen dann, naja, also auch wenn wir noch hart auf hart sind, dann machen sie es uns ja doch einfacher oder recht. Also damit, es muss das Schlimmste vermieden werden. Aber natürlich, was wäre denn das Schlimmste? Was wäre denn? Also sagen wir, das wirklich nicht genug Lebensmittel in das Land kommen, nicht genug Medikamente, nicht genug Insulin, also ganz, ganz wichtige Sachen. Das versucht man dann ja damit zu vermeiden. Aber andererseits aber darauf hätte man sich ja vorbereiten können. Hat Großbritannien auch, glaube ich, zum Teil. Also ich glaube schon, dass da Planungen laufen, aber das ist sehr schwierig, ne? In Zeiten einer Pandemie, sich in so großem Stil für Monate, das wäre ja nicht nur für ein paar Wochen, sondern für Monate darauf vorzubereiten, ist nicht ganz einfach. Was denken Sie, ist es sinnvoll, Herr Scully, dass es jetzt so ein EU-Notfallmaßnahmen gibt? Ja klar, aber nochmal, wer kam mit den Notfallmaßnahmen? Es ist nochmal dieses Bild, der betrunkene Freunde nach Hause begleitet werden müssen. Also wir versuchen, also die EU-Maßnahmen, muss man auch sagen, die gelten nur, wenn die Briten das widerspiegeln. Also wenn sie was Gleiches, also wenn sie versprechen, dass auch EU-Flüge über britischen Luftraum stattfinden dürfen und so weiter. Und es ist die Briten, die eigentlich am meisten betroffen sind, haben immer noch nicht diese Notfallmaßnahmen vorgestellt. Und sie fühlen sich beleidigt, dass die EU jetzt kommt mit Notfallplänen, als ob sie unter Druck setzen wollten. Also wer schützt wem von was? Also und nochmal hat man diese Muster, die Europäische Union versucht, die Briten von den Schlimmsten zu schützen. Und die Briten fühlen sich, oh ja, alles wird gut. Also ja. Heute auch Tesco, der größte Lebensmittelkonzern Großbritanniens, hat gesagt, ja, wir fangen auch Sachen zu lagern. Also nicht nur Klopapier, sondern alles. Alles, was sich lagern lässt und nicht nur Tiernahrung. Und die werden so Defatismus vorgeworfen. Also das ist alles so billiges Populismus. Die Populisten werfen die größten Lebensmittelkonzernen vor, dass sie Populisten und Defatisten sind, weil sie versuchen, ihr Kunden, dass sie nicht hungern. Also so weit sind wir. Ja. Sehen Sie es ähnlich dramatisch, Herr Lange, dass man sagen muss, man muss sich da so drauf einstellen? Und das ist, oder gibt es noch andere Notfallmaßnahmen, die wichtig wären, damit da nicht alles zusammenbricht? Ja, wir haben natürlich einen ganzen Köcher voll Notfallmaßnahmen. Wir haben zum Beispiel die Frage der Anerkennung von zertifizierten Medikamenten in Großbritannien. Weil über 2000 Medikamente sind in Großbritannien zugelassen, die in Europa vermarktet werden. Oder bei den Autos. Oder die Frage der Abwicklung von Lieferketten. Da gibt es eine ganze Reihe Geschichten. Und ich muss mal sagen, wir wollen natürlich einen Vertrag. Aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn es keinen gibt.
mit dem größten Handelspartner, mit den Vereinigten Staaten, haben wir auch keinen Handelsvertrag. Haben wir mal versucht, hat nicht geklappt. Aber trotzdem ist ein Handel möglich. Und wir haben etwa 35 kleinere Abkommen mit den Vereinigten Staaten, um praktische Regelungen hinzukriegen. Sowas wird man mit Großbritannien sicherlich auch machen können. Für die Verbraucher wird es aber teurer. Ökonomisch und politisch, es ist teurer. Ja. Es ist ökonomisch und politisch nicht die beste Lösung. Aber man muss sagen, man kann auch miteinander umgehen, wenn man normale Drittstaatsverhältnisse miteinander hat. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Wir bereiten uns auf beide Lösungen jetzt vor. Mhm. Und also da, nur ja, darf ich kurz ja, noch zu den Konsequenzen. Also ich habe eine Studie gesehen, die sagt, dass also mit einem Handelsabkommen wird das britische Bruttosozialprodukt 4% verlieren. Das ist ja auch schon ganz schön viel. Und das in den Corona-Zeiten, ja. Ohne wird es 6%. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ich meine, das sind Riesenzahlen. Und das hat natürlich, und das ist ein Land, das sowieso, wo es eine wirklich arme Bevölkerungsschicht gibt, die fast nicht genug zu essen hat. Also das muss man schon, das ist ziemlich dramatisch. Okay, weil wir gerade über die Medikamente gesprochen haben. Wir haben ja jetzt gesehen in dieser Woche und über Corona haben wir auch schon gesprochen. Großbritannien hat begonnen mit der Impfung und konnte das auch tun, weil sie unabhängig waren von der EU-Zulassung. Frau Ciskowitz, ist das was, wo man sagt, das ist eigentlich, da hat man gesehen, okay, wir machen das und die EU ist noch nicht so weit? Das war ein kleiner populistischer Umschlag, dass man sich diese Notgesetze, die jeder EU-Staat benutzen hätte können, um die Zulassung schneller durchzudrücken. Das heißt, es ist kein Brexit-Vorteil gewesen, weil Großbritannien ja immer noch unter der EMA, unter der Europäischen Lebensmittelbehörde gebunden ist. Aber mit dieser Notregelung sie eben herausgenommen hat und sich nicht mehr verpflichtet gefühlt hat, gemeinsam mit den anderen EU-Staaten zu gehen und abzuwarten. Aber es wirkte ja wie ein Symbol, so wir sind unabhängig, wir machen das jetzt schon mal. Absolut. Und das hat natürlich auch gut funktioniert. Ich muss auch sagen, man ist dann irgendwie ein bisschen gerührt gewesen, dass William Shakespeare, den man dann auch noch irgendwo gefunden hat, einen Mann, der so heißt, natürlich nicht der längst verstorbene, seit 500 Jahren verstorbene Autor, Dichter, sondern ein älterer Herr, der das bekommen hat und der Gesundheitsminister hat daraufhin öffentlich im Fernsehen zu weinen angefangen. Also es war schon ein Moment, wo man dachte, das hat sich jetzt ausgezahlt für die Regierung, dass sie da der EU sozusagen ein Schnippchen geschlagen hat. Am nächsten Tag allerdings, also heute wurde schon bekannt, dass zwei Leute allergische Reaktionen hatten auf den Impfstoff, wo man sich dann gleich wieder gedacht hat, na gut, vielleicht hätte man es noch ein bisschen länger testen sollen. Mhm. Es ist halt so in der Balance. Ja. Im Moment stolpert Boris Johnson von einem Fehler zum anderen. Da war der Impfstoff jetzt irgendwie so ein kleines Licht mitten im dunklen Tunnel. Ja, wie das jetzt weiter geht. Ja, aber ob Impfstoff oder Brexit, man merkt, sie nutzen alles, um zu zeigen, wir sind wer. Also eigentlich dieser Brexit und dieser Impfstoff ist zweitrangig. Es geht um Identität. Sie brauchen irgendwas für ihr mangelndes Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, wir sind wieder da. Und ich finde es wirklich haarsträubend. Ja, mehr als jammerschade. Ich finde es auch ein bisschen peinlich. Ja. Also, während wir hier sitzen, wird ja in Brüssel noch verhandelt, jetzt auch das ganze Wochenende, eben bis Sonntag über ganz viele unterschiedliche Themen. Es ist der letzte Gipfel während der deutschen Ratspräsidentschaft. Und wir haben eine Menge Probleme in der EU, nicht nur den Brexit. Und der britische Professor für European Studies, Timothy Garton-Ash, hat heute gesagt, ich zitiere mal, es ist schwer zu sagen, was jetzt die größere Gefahr für die Zukunft der Europäischen Union ist. Ein demokratisches Großbritannien, das ausgetreten ist, oder ein undemokratisches Ungarn, das bleibt. Herr Lange, was würden Sie sagen? Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt Brexit, ob mit Handelsabkommen oder nicht, die Briten sind weg und gehen? Ist es nach wie vor wirklich eine Gefahr für die EU oder sind es längst andere Dinge? Nein, ich glaube, es ist keine Gefahr. Auch das hat sich in den letzten Jahren auch deutlich gezeigt, dass wir den Zusammenhalt in der EU gestärkt haben. Das ist vielleicht das einzig Positive an der ganzen Operation Brexit. Auch bei Kräften, die sehr kritisch der Europäischen Union entgegenstanden, hat sich das deutlich herauskristallisiert. Allerdings müssen wir aufpassen, dass unsere Grundhaltung, unsere Werte in der Europäischen Union auch stabilisiert werden. Und da gehört die Rechtsstaatlichkeit dazu. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt auch die Zahlung von Strukturhilfen knüpfen an Rechtsstaatsauflagen. Und was aber da jetzt diskutiert wird von Herrn Orban, ist ein Begleitzettel, die Gesetzgebung gilt und das werden wir auch als Parlament durchsetzen. Rechtsstaatlichkeit muss in der Europäischen Union
gelten. Man hätte es eigentlich früher machen sollen, nicht? Ja, also das finde ich schön. Aber die Kapazitäten wurden von Brexit geschluckt. Also eigentlich hätte man vor 3, 4, 5 Jahren Polen und Ungarn anschauen. Ich berichte ständig darüber. Aber die EU war abgelenkt, die Mitgliedstaaten war das denen eigentlich egal. Und jetzt sieht man, was es passiert, wenn ein Land wirklich so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie ein trotziges Kind. Alle anderen Sachen bleiben liegen. Also wir haben nicht mal vom Klima gesprochen. Also ich hatte wirklich Besseres zu tun, als nochmal Händchen halten, Identitätskrise, Therapie mit Großbritannien zu tun. Deswegen Sonntag muss Schluss sein und jetzt packen wir die anderen Sachen an. Okay, wie sehen Sie es, Frau von Bredow? Also wie wichtig, oder haben wir zu sehr eben auf diesen Brexit geschaut und dabei eben andere Sachen vernachlässigt in der EU? Das auf jeden Fall. Also dass Sachen vernachlässigt wurden, da bin ich vollkommen mit Derek einverstanden. Mhm. Und gerade Polen und Ungarn, da hätte man viel früher reagieren, besonders bei den Ungarn. Nicht? Die haben das auch ausgenutzt. Die wussten da nicht, dass ist ein schlauer Fuchs, Viktor Orban, und der wusste genau, dass er he can get away with it, also er konnte damit durchkommen bis jetzt. Nochmal, um bei dem betrunkenen Freund zu bleiben, den wir jetzt so, es ist trotz allem, man hat ja den, auch wenn er sich schlecht benimmt, den Freund dann noch sehr gerne, nicht? Und das ist eben, was irgendwo so tragisch ist, nicht? Und Großbritannien hat ja auch viel beigetragen. Man darf nicht vergessen, dass Margaret Thatcher hat viel dazu beigetragen, den Binnenmarkt aufzubauen, nicht? Mhm. Also es ist auch eine Stimme, die der EU verloren geht, und das ist eben schade, aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich unwiederbringlich vorbei, und dann ist auch besser das ein... Das sehe ich nicht so. Die Türen bleiben offen. Und wer weiß, was in einigen Jahren passieren wird. Also von daher würde ich nicht sagen, das ist unwiederbringlich. Und ich gebe Ihnen recht, Großbritannien hat viel in die EU hineingebracht. Und das ist auch wertvoll. Und in vielen Bereichen bedauere ich das sehr. Aber wie gesagt, die Türen sind nicht zu. Und ich hoffe sehr, dass da in Großbritannien auch noch mal eine Reflexion einsetzt. Ja, oder also, das können Sie sich vorstellen, dass Großbritannien wieder eintritt? Oder erstmal Schottland nur? Ja, das ist natürlich ein längerer Prozess. Nein, die ökonomischen Wirklichkeiten werden ja kommen. Und dann wird man sehen, ob sich das auszahlt. Politisch, auch für die Bürgerinnen und Bürger, ich bezweifle das. Und dann wird man sehen, ob da nicht wieder eine Annäherungstendenz möglich ist. Ja, aber erstmal brauchen Sie Teufelsaustreibung, Ausräucherung, weiß nicht, Darmreinigung, was die EU angeht. Und dann können wir schauen. Aber erstmal brauchen wir eine Pause voneinander. Wir brauchen eine Pause voneinander, okay. Also ich lebe wohl, Briten, und die Iren, hoffentlich lassen Sie uns nicht allein. Also was den Handel angeht, ihr liebt unsere Butter so sehr. Ja. Und die glückliche Kühe müssen glücklich weiterleben. Also dann lieber mehr in die irische Butter investieren als in die britischen Fische. Butter vor den Fischen, oder wie sagt man? Nee, Butter bei die Fische. Butter so bei heißt die Fische. Butter bei die Fische, so heißt es, genau. Frau Tschiskowitz, denken Sie, ja, könnten Sie sich das vorstellen? Dass, also ist das so eine Idee, da ist noch irgendwie noch eine Tür offen, wenn es jetzt alles, also wenn viele Bürger merken, Mist, wir haben da doch eine Menge Nachteile von diesem Brexit? Ja, man bräuchte dafür eine Partei, die das betreibt. Und die Labour Party ist leider auch gespalten. Die sind zwar nicht derart durchgedreht wie die Tories im Sinne, dass sie so extremistische Allüren irgendwie haben, aber es sind halt viele Wähler im Norden vor allen Dingen, die für Brexit gestimmt haben und das nach wie vor glauben. Und bei zwei großen Parteien, die nicht eindeutig für einen Wiedereintritt wären, ist das, dann ist es völlig sinnlos. Und das kann man sich im Moment nicht vorstellen. Also jetzt ist die Tür sicher erstmal zu. Aber wir blicken jetzt gespannt nach Schottland, wo im Mai gewählt wird. Und wenn dort Nicola Sturgeon, die schottische Nationalistenchefin, einen durchschlagenden Erfolg hat, dann steigt der Druck tatsächlich wieder auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Und dann kommt der 28. Mitgliedstaat durch die Hintertür. Okay. Zumindest die Schotten können wieder um Aufnahme ansuchen. Okay, da wären wir mal sehr gespannt. Jetzt hat Boris Johnson, ist ja die Frage, wir wissen ja nicht genau, wie sich der, wie Sie gesagt haben, betrunkene Freund jetzt verhält. Er hat gesagt, er ist bereit, auch noch nach Paris, nach Berlin zu fahren, und er würde auch mit Angela Merkel reden. Frau von Bredow, würde das helfen? Was müsste Frau Merkel ihm sagen? Das kann schon sein, wenn wir davon ausgehen, dass er hofft, dann eben doch in allerletzter Minute der weiße Retter, weiße White Knight zu sein, dann könnte das schon, ich glaube, es müsste wahrscheinlich Frau Merkel sein, nehme ich an, weil Emmanuel Macron hat wirklich völlig die Geduld verloren mit den Briten, während Frau Merkel ja an für sich immer den Briten sehr positiv und viele Sympathie hatte, auch für britische Anliegen. Ich glaube, es geht eben hauptsächlich um dieses Level, den fairen Wettbewerb. Also wenn man da
eben irgendeinen Kompromiss findet. Und es gibt ja einen Kompromiss. Das hat ja auch die Dame aus London gesagt. Also das könnte man schon, wenn sie da vielleicht ein bisschen nachgibt oder eben irgendwie eine Art findet, sich groß darzustellen. Ich glaube, es ist schon möglich. Aber schon beim Gehen sieht man immer noch diese Realitätsverlust. Also Cameron und May und ihm. Berlin ist nicht Verhandlungspartner hier. Also Berlin kann den nicht mal retten. Wir, noch sind wir in der deutschen Ratspräsidentschaft, ist die Frage. Herr Lange, kann Frau Merkel jetzt auch als im Sinne der EU-Ratspräsidentschaft da jetzt noch irgendwas bewegen? Frau Merkel versucht, die EU insgesamt zu repräsentieren als Ratspräsidentin. Und das macht sie sehr geschickt und gut. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Aber insgesamt ist die Europäische Union geeint. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, das Pferd zu satteln und als weißer Ritter sonst wo in der Europäischen Union hin und her zu fahren. Wir haben eine gemeinsame Position und die wird auch gemeinsam vertreten. Und das ist richtig und gut so. Und ich glaube, Kompromisse sind möglich. Allerdings muss derjenige, mit dem wir verhandeln, auch bereit sein, Kompromisse zu schließen. Und das sehe ich zurzeit nicht. Und dieses Spiel vom weißen Ritter hatten wir eigentlich schon gedacht, das ist zum Abendessen mit Frau von der Leyen so. War nicht so. Herr Johnson ist wieder abgereist. Ja. Ich glaube, dieses Bild werden wir auch nicht mehr erleben. Okay, also das klingt eher negativ. Okay, also ich sehe hier eher negative Stimmen zu dem, was da noch kommt. Wir sind gespannt am Sonntag, was wirklich dann passiert. Vielen Dank Ihnen für die Diskussion. Sie werden bei Phoenix natürlich über diese Dinge immer gut informiert und auch heute Abend natürlich noch Neuigkeiten aus Brüssel vom EU-Gipfel. Die gibt es jetzt bei Phoenix der Tag. Das war die Phoenix-Runde. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.